Jo Leute, Dero am Start. Ich nehme heute mal mit auf eine schnelle Runde hier in Sanford mit dem Mercedes von Wickens um 17 Uhr. Dann das Rennen zur DTM. Das hier die lange Start- und Zielgerade. Ihr seht es, die ist extrem lang. Das ist sogar so lang, dass das Auto fast verschwindet. Hier extrem hartes und spätes Anbremsen bis runter. Dritte bzw. zweite Gang. Dann kann man früher ans Gas gehen. Hier kommt ein leichter Knick. Kurz gelupft, Eingang runter, hart angebremst. Auf eine Links, zweite, dritte Gang. Kommt ganz drauf an, da kommt mir das Auto ein bisschen quer. Konnte ich noch abfangen, hat natürlich Zeit gekostet. Jetzt geht es hier durch die Dünen, Vollgas. Das sind ein paar Kurvenkombinationen. Bisschen schwer einzusehen, weil es halt über den Berg geht. Aber eigentlich nicht schwer. Dann geht es hier rein in eine rechts. Da auch da muss man kurz lupfen, weit bis auf den Körb raus. Und dann wieder leichtes Anbremsen für einen leichten Rechtsknick, der am Ende noch zumacht, der sich zuzieht bis runter in den zweiten, dritten Gang. Je nachdem, wie man anfährt, kann man auch früher ans Gas gehen, gut rausbeschleunigen. Kommt wieder eine etwas engere Linkskurve, die man auch recht einfach anfahren kann und früh aufs Gas gehen kann. Dann geht es schon runter Richtung Schikane. Da bremst man relativ früh und hart bis runter in den zweiten Gang, weil die Kurve ist recht eng. Er ist so ein 90-Grad-Knick und dann macht die ganz auf. Kann man sehr, sehr früh rausbeschleunigen. Ist halt nur schwer einzusehen, die ganze Kurve. Fährt man eigentlich blind. Dann kann man wieder kurz lupfen, Eingang runter und Vollgas hier Richtung Start und Ziel gehen. Und das war dann im Grunde schon die Runde hier in Sanford. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis später um 17 Uhr beim Rennen in der DTM.